Bilder, die wehtun. Die Staaten der Welt haben auf dem Klimagipfel in Paris das Ende der Kohlenstoffwirtschaft beschlossen. Doch die Schlote blasen einfach weiter. Wie lange noch? 10 Jahre? Vielleicht 50? Musterstädte wie das chinesische Rizhao in der Provinz Shandong zeigen, der Wandel hin zu Sonnen- und Windstrom beginnt. Weltweit gibt es solche Beispiele. Und doch. Ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gelingt nicht von heute auf morgen. Aber spielt die fossile Wirtschaft nicht schon seit langem auf Zeit? Nehmt ihnen das Geld weg. Divest Now fordert seit einigen Jahren eine weltweite Bewegung. Ihr Initiator Bill McKibben räumt der Kohleindustrie noch höchstens 15 Jahre ein. Anderenfalls, so rechnet der Klimaexperte immer wieder auf großen Happenings vor, sei das 2-Grad-Ziel der maximalen Erderwärmung nicht zu schaffen. McKibben, ein Radikaler. Wir wissen, was zu tun ist. Wir haben die Zwiebel freigelegt, sind zum Kern vorgedrungen. Und schon heute Abend können wir die Fossilindustrie direkt aufs Korn nehmen. Der Moment ist da, dass wir Nägel mit Köpfen machen müssen, denn wir sind bald am Limit. Das Limit, auf das wir zusteuern, ist die Atmosphäre, in die wir den Abfall unseres Alltags schleudern, besonders Kohlendioxid, dieses allgegenwärtige Abprodukt fossiler Brennstoffe. London, von hier stammen die Daten, auf die sich McKibben stützt. Carbon Trackers, eine NGO, hat festgestellt, die enormen Vermögen, die in fossilen Konzernen stecken, Fondsgelder, Versicherungsgelder, sie sind in Gefahr. Öl, Gas und Kohle in der Erde, auf diesen Werten gründet die Fossilindustrie ihre Zukunft. Um sie auszugraben, geben sie irre Mengen an Geld aus. Zum Beispiel Shell. 8 Milliarden Dollar für Bohrungen in der Arktis. Das Projekt mussten sie jetzt abbrechen. Und die 8 Milliarden sind futsch. Das kann man schon Vernichtung von Vermögen nennen. Eine Kohlenstoffblase, so heißt es, bedroht die Finanziers von Shell und Co. Eine desaströse Entwertung von Geldanlagen zieht herauf. Denn was Greenpeace-Aktivisten schon lange fordern, gilt nun als wissenschaftlicher Konsens. Nur noch ein Fünftel der weltweiten Vorräte darf verfeuert werden. Gleichzeitig durchschauen immer mehr Menschen, die Fossilindustrie arbeitet mit den Ersparnissen aller, angelegt in Fonds und Versicherungen. Diese Firmen sind Schurken. Sie sind nicht gesetzlos gegen den Staat, dessen Paragraphen sie größtenteils mitschreiben, sondern gegen die Gesetze der Physik. Wenn sie ihre Businesspläne umsetzen, geht der Planet unter. Und so haben 500 Institutionen weltweit inzwischen über 3.400 Milliarden Dollar aus der Kohle- und Ölbranche abgezogen. Städte wie Oslo, Stiftungen wie Rockefeller, Versicherer wie der Allianz-Konzern. Das ist toll, aber gleichzeitig stecken auch wir zwischen Baum und Borke. Denn die Fossilindustrie steckt in der Klemme und wir brauchen Wege, wie Banken und Großfonds auch mitziehen. Alarmstimmung also bei der Hochfinanz? City London, der Globalfonds der Bank of Montreal, einer der 20 größten weltweit. Der Großfinanzierer fürchtete vor dem Pariser Klimagipfel durchaus um seine Portfolien. Wo sollte man so schnell neue Anlageplätze finden, abseits von Kohle und Gas? Das Wichtigste für die Märkte ist, dass dieser ganze Energiewandel mit so wenig Überraschungen wie möglich vonstatten geht. Und das auch eine unserer Forderungen war an die G7, an die G20-Mitglieder, haben wir uns von Investorenseite sehr aktiv gemacht, zu sagen, wir wollen, dass die 2-Grad-Zielsetzung in einer Art und Weise umgesetzt wird, dass Märkte sich darauf einstellen können. Nicht mit einem Knall kommt nun der Wandel weg von Kohle und Öl, sondern allmählich über Emissionsgrenzwerte.
Der Pariser Klimagipfel COP21 hat Restlaufzeiten erbracht, mit denen auch Big Money planen kann. Wenn man sich mit Fondsmanagern hinsetzt und sagt, wie können wir das Ganze vorhersagen? Wie können wir Carbon Footprint, dieser Carbonfußabdruck, wie können wir den berechnen? Was sagt der aus über das Investmentrisiko? Das bewegt sich gerade erst, das Feld. Da ist es wichtig, dass so ein COP21-Rahmenwerk eine gewisse politische Richtlinie gibt, die uns dann als Investoren die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, in diesem Feld können wir uns bewegen. Jetzt müssen wir ganz konkret umsetzen, wo divestieren wir, wo investieren wir. So, that's our job, to rewrite the story. Für die Divestment-Bewegung war der letzte Klimagipfel ein Erfolg. Doch auch ihre Gegner aus der Kohle- und Ölbranche sind froh über die Pariser Verträge. Das ganz große Geld wird sich auf seine alten Profitquellen noch eine ganze Weile verlassen können. Welche Zukunft haben Öl, Gas und Kohle noch? Was meinst du? Sag uns deine Meinung auf Facebook.